Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wundert euch nicht, ich mache jetzt diesen Abspann von diesem Video jetzt, nachdem, dass ich das gebastelt habe. Also ich habe vorher eine Einleitung gemacht, wo ich keine Karte hatte zum Zeigen für euch. Und jetzt mache ich eine Einleitung, wo ich euch drei Kartenideen zeigen möchte. Und zwar drei Kartenideen aus einer Kartenform. Ich möchte euch heute eine Vintage-Karte zeigen, die ihr für euer Thema ausbauen könnt, egal ob Hochzeit, Geburtstag oder was auch immer. Da ist noch kein Spruch drauf, das könnt ihr selber so machen, wie ihr das wollt. Und ich habe die Karte vor längerer Zeit verschenkt und habe die eigentlich jetzt im Kopf einmal nachgebastelt für euch. Und deswegen werde ich im Video öfter mal sagen, dass ich ja noch keine Karte zum Zeigen habe oder noch nicht genau weiß, wie es dann am Ende aussieht. Und diesen Abspann, den drehe ich jetzt quasi am Ende und werde ihn nachher vorne hinschneiden. Jetzt aber zu dieser wunderschönen Karte. Ihr könnt diese Karte nämlich in drei verschiedenen Varianten basteln und ich zeige euch jetzt wie. Die erste Variante ist diese Variante hier. Also es ist ja eine bisschen vintage angehauchte Karte, die kann man hier aufmachen und dann kann man hier den Text rausziehen, Glückwünsche draufschreiben, eine Einladung gestalten, zum Beispiel zur Hochzeit wäre das ideal und hat hier eben die Möglichkeit, alles unterzubringen auf Vorder- und Rückseite. Ihr könnt die Karte aber auch so gestalten, dass ihr diese Klappe weglasst und habt dann die Karte so. Das heißt, hier an der Seite schaut das Bändchen raus und ihr könnt euch das so rausziehen und habt dann da eure Wünsche drauf. Das ist die Idee Nummer 2. Und die Idee Nummer 3, und das ist, finde ich, tatsächlich eigentlich die coolste Variante, das ist die Idee, die Klappe wirklich nach hinten zu bauen. Da müsst ihr einfach nur diesen Magneten weglassen. Ihr braucht dann gar keinen Magnetverschluss einbauen. Und hättet dann hier noch die Möglichkeit, wenn ihr das zum Beispiel als Hochzeitseinladung nutzt, man hat ja da oft auch manchmal so eine Wegbeschreibung oder noch irgendwelche Zusatzinformationen, die man noch unterbringen möchte und braucht da relativ viel Platz auf der Karte. Und man sagt vielleicht, mir reicht die Vorder- und Rückseite jetzt nicht aus, dann könnte man hier hinten noch so eine Lasche hinbauen und hat dann hier die dritte Möglichkeit, noch was unterzukriegen. Also man hätte hier so eine schöne Karte, wo man hier an der Seite diesen Tag rausziehen kann und kann es umdrehen und hat hier dann nochmal die Möglichkeit, auch nochmal was rauszuziehen. Und vielleicht, wie gesagt, eine Wegbeschreibung oder ein Hotel oder irgendwas unterzubringen. Dazu müsstet ihr die Klappe einfach nur hier unten und hier oben ankleben. Wie gesagt, den Magneten weglassen und hättet schon nochmal mehr Platz, um eure Karte so zu gestalten, wie es euch gefällt. Also ihr Lieben, ich hoffe, das ist einigermaßen gut erklärt, denn ja, das Video war eher relativ live. Also ich habe da eben nicht vorher das schon mal durchgebastelt und deswegen habe ich jetzt auch diese drei Ideen, diese ja, drei Varianten erst ganz zum Schluss, am Ende des Videos quasi für mich festgestellt. Und ich hoffe, ihr habt Lust, möchtet die Karte gerne mit mir nachbasteln und bleibt jetzt dabei und schaut, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall habe ich als Farbe einmal Zimtbraun und einmal Vanille pur. Das sind die Bestellnummern. Und ich glaube, ich bleibe auch bei den beiden Farben. Mal gucken, das sind ja so meine Vintage-Farben irgendwie. Wenn ich so eine Vintage-Karte bastel, dann ist das immer irgendwie so das... Ach, das A und O. Und auch die Maße sind sehr frei. Also ich habe einmal ein A4-Papier genommen. Das hat ja das Maß 29,6 in der Länge. Und in der Breite habe ich es 10,5 cm geschnitten. Also ihr bekommt aus einem A4-Papier genau zwei Karten. Und da machen wir es mir jetzt so. Da schnappe ich mir jetzt den Papierschneider und falte mir die Karte als erstes Mal. Und zwar mache ich das jetzt bei 12,5 cm. Oh, da hat sich was verhängt. Jetzt auch. Bei 12,5 cm an der langen Seite, die ich hier einlege. Und das zweite Maß ist dann bei 25 cm. So. Dann ist nämlich das hier rechts meine Klapplasche. Ist komisch, wenn ich euch die Karte vorher nicht zeigen konnte, wenn die nur in meinem Kopf ist. Habe ich das Foto gesehen, also immerhin. Ich schnappe mir meinen Papierfalter und falze mir jetzt meine Falzlinien nach. Und ich achte wieder darauf, dass ich meine Hügelfalz nach innen falze. Also ihr habt ja eine so eine tiefere Falz und eine hügelige und die hügelige kommt immer nach innen. So, und das seht ihr jetzt schon mal, das ist so meine Grundkarte, mein Grundgestell von der Karte. Und das kann ich mir jetzt gleich noch ein bisschen, also minimal hier einkürzen, wirklich nur einen Millimeter vielleicht, dass sie sich einfach schön schließt. Das mache ich mir nur so einen Millimeter kürzer, weil ja hier diese Falz auch war und so schließt die sich jetzt einfach schön, die Karte.
Und das ist eigentlich jetzt schon die Grundform von unserer Karte. Auf meinem Musterstück oder auf der Karte, die ich damals verschickt habe, war es ja so, dass ich hier auch noch was reingestanzt habe. Wir befinden uns ja jetzt gerade im Ausverkauf und ich drehe ja immer die Videos ein bisschen vor und ich weiß nicht so ganz genau, ob dieses Stanze, das ich da benutzt habe, weiter im Sortiment bleibt. Deswegen wollte ich euch jetzt noch eine Alternative zeigen. Also ich suche mir das mal schnell her. Ich finde es wunderschön und ich hoffe fast, dass es noch drin bleibt, aber ich fürchte, es fliegt raus. Ewige Eleganz heißt das Ganze. Also ich weiß nicht, ob es noch erhältlich ist. Und da gibt es diese schöne Rahmenform und die hatte ich hier reingestanzt. Wichtig ist, ihr müsst euch das natürlich dann so in die Stanzmaschine legen und so durchkurbeln. Ich finde, das ist einfach ein perfektes Vintage-Thema. Also das macht es noch viel mehr Vintage, weil das eben noch so einen Rahmen hat. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob es es noch gibt, deswegen lasse ich es jetzt mal weg. Wenn ihr es habt, dann nutzt es gerne. Achtet nur darauf, dass dann das Klebeband sehr dünn sein muss, das dann da unten reinkommt. Oder ihr macht es dann mit Flüssigkleber, wenn da die Stanzform nämlich drin ist, nicht, dass man dann Kleber rauszieht später. Und ich habe gedacht, wir könnten jetzt auch einfach mal stempeln. Ich weiß, dass das Verdi Versailles drin bleibt und das ist natürlich, ich finde, das ist das absolute Vintage-Stempelset. Und das möchte ich jetzt einfach kreativ da gleich mal drauf knallen, muss ich sagen. Und ich werde nachher hier noch die Blümchen drüber machen. Deswegen soll es auch nicht zu viel sein. Also der Zweig ist mir jetzt schon zu viel, aber die Schrift wäre schon cool, wenn wir die noch da einbauen könnten. Und was ich mir noch mal so gedacht habe, was ich mal gerne drauflegen würde, wären diese Stanzformen, die eigentlich prägen. Wenn das von der Größe passt, das könnte man doch machen, oder? Meint ihr, das wäre zu viel? Das probieren wir jetzt einfach aus. Wenn es euch zu viel ist, lasst das weg. Oh, hoppala. Sag mal. Was abgerissen. Und zwar, das sind die Stanzformen. Beschwingt, bestickt. Wobei das eigentlich, finde ich, eher Prägeformen sind. Das sind eigentlich keine Stanzformen. Die nehme ich mir jetzt raus. Und ich habe mir die Blumenzierde Stanzformen rausgenommen. Und das habe ich ja, wie ihr seht, schon ein bisschen vorbereitet. Da gibt es diese wunderschönen großen Blumenelemente. Und zwar habt ihr da zwei große Blumenelemente drinnen in eurem Set. Einmal so ein ganz fülliges und einmal so ein ganz feines. Die haben die gleiche Größe und die müsst ihr euch einfach zweimal in zwei Farben ausstanzen und erhaltet dann diese wunderschöne Blume, die ich jetzt schon aufeinander geklebt habe. Und zwar habe ich in Vanille Pur diese festere, größere Form ausgestanzt und in Zimt diese zarte. Und das habe ich dann einfach mit Flüssigkleber übereinander geklebt. Er tut euch natürlich viel leichter, wenn ihr diese Zimtfarbe vorher mit diesen Klebebögen aufeinander klebt oder ausstanzt mit Klebebogen hinten dran und dann tut ihr euch beim Aufkleben leichter. Und das habe ich, wie gesagt, einfach aufeinander geklebt und ihr seht ja, die Form ist nicht so groß wie die Form hier. Da könnt ihr dann einfach, muss ich mal gucken, wie ich es ausgestanzt hatte. So. Nee. So. Ja, so. Das hatte ich am Kopf. Also ihr könnt da einfach zwei Karten damit gestalten, mit einmal ausstanzen, weil ihr euch das einfach schön abschneiden könnt. Und dann habt ihr jetzt zweimal die Blumen. Könnt ihr nur diesen Teil von den Blumen verwenden, je nachdem, wie es mit dem Abschneiden klappt. Und diesen, also dass man diese zwei nutzt oder eben nur diese zwei, je nachdem. Also da seid ihr ganz frei. Das habe ich, wie gesagt, schon hergerichtet, weil das immer so ein Klebeaufwand ist. Okay, und dann legen wir mal los. Holen wir uns mal die Stanzmaschine her. Und dann lege ich mir das jetzt mal hier so auf. Also ich lege mir das so hin, dass jetzt meine Klebelasche, also oder diese Verschlusslasche hinten ist und dass das hier ganz flach aufliegt. Also Achtung, keine zwei Auflagen übereinander legen. Und dann präge ich mir das einmal hier rein mit meiner Stanzform. Also das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man sich was mit einer Stanzform prägt. Seht ihr gleich, wie das ausschaut. Das ist ganz süß. Und ich hoffe, es passt zum Vintage-Thema. Ja, das ist echt witzig. Seht ihr das? Also da hat man wirklich so ein kleines, lustiges Ergebnis noch. Das geprägt ist und nicht gestanzt ist und sich da ganz gut in den Hintergrund einfließt. Kommt es dann drüber. Ich glaube, das geht, oder? Ist nicht zu viel. Auch wenn wir es noch ein bisschen bestempeln. Ich glaube, das passt so.
Und dann nehme ich mir einfach ein Schmierpapier, lege mir das unter und werde jetzt noch ein bisschen stempeln. Ich nehme mir diesen großen Textstempel auf einen größeren Stempelblock und ich nehme natürlich auch die Farbe Zimt. Ich mag das immer gerne, wenn das dann so Ton in Ton gestempelt ist. Die Bestellnummer ist diese hier, Zimtbraun. Und ja, der Stempel sollte jetzt einmal ein bisschen gerade sein. Und da gehe ich mir jetzt noch ein bisschen über das Projekt. Jetzt gucken wir mal. Also die Karte wird nachher so sein. Das heißt, hier ist die Klappe drüber. Und da guckt die Blume noch hervor. Also ich könnte hier unten in diese Ecke auf jeden Fall gehen. Das heißt, ich lasse es jetzt mal so eingeknickt und gehe mir hier mit dem Text noch ein bisschen so rein. Kann auch ruhig noch ein bisschen heller sein. Also wir können jetzt beim nächsten, ich mache hier oben auch noch ein bisschen was, da stempel ich mir das ruhig einmal ab und gehe mir dann hier so einen Text noch ein bisschen so drüber. Finde ich ein bisschen schöner, wenn es nicht ganz so satt ist. Mein Stempelkissen ist doch ziemlich voll. Und jetzt müssen wir uns die Lasche nochmal anschauen. Die könnte auch noch ein bisschen was vertragen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich da die Zweige einbaue oder ob das dann doch zu viel ist, zu bunt wird. Ich glaube, es wird mir zu bunt. Da mache ich jetzt einfach, klappe ich mir das jetzt mal nochmal auf und gehe mir auch noch so ein bisschen über die Ecke. So, da. Also jetzt klappe ich mir wieder ein. Das kann ich mir einfach besser vorstellen. Und nehme mir den zweiten Abdruck und gehe dann nochmal hier so ein bisschen. Ja, das schaut schön aus. Genau, so finde ich das eigentlich ganz cool. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, was wir noch machen könnten, wäre mal nur so eine Idee. Wir könnten hier unter die Lasche auch noch so ein Spitzenband kleben. Also ich kann euch mal, ich habe es jetzt nicht da, aber ich kann euch hier oben mal ein Video verlinken von einer Vintage-Hochzeitskarte, mit der ich auch mit diesem Spitzenband gearbeitet habe. Es hat diese Bestellnummer und es hat so gut ausgeschaut mit dem Band da unten drunter, dass ich mir gerade überlege, ob ich das nicht auch noch dahin machen sollte. Nur die Frage, man sieht es ja dann vielleicht von innen. Too much. Ich glaube, ich lasse es sogar weg. Aber man könnte das natürlich machen. Also wenn euch das gefällt, könnt ihr das gerne als Idee nutzen und dann euer Spitzenband dann noch einbauen. Ist halt schon sehr schön. Sehr schönes Band. Okay, aber da gucken wir mal. Was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, sind Magnete. Weil ich möchte das Ganze gerne mit Magnete verschließen. Und ich möchte immer die Magnete möglichst unten irgendwo reinbauen, was natürlich bei der Klappe nicht funktionieren wird, aber ja, was man da schön machen kann. Und vielleicht mache ich sogar innen auch noch ein bisschen was hier hingestempelt. Ja, das ist vielleicht heute ein bisschen chaotischer als sonst, aber ihr seht mal, wie so ein Prozess mit so einer Karte entsteht. Auch wenn ich die schon mal gebastelt habe, aber dass ihr mal seht, dass ich da auch ständig was verändere und hier noch und da noch ein bisschen. So entsteht dann bei mir so eine Karte. Wenn es nicht ganz so durchstrukturiert wie sonst, wenn ich immer das schon vorgebastelt habe und genau weiß, welcher Schritt als nächstes kommt. Ich nehme hier einfach so zwei Mini-Magnete und werde mir jetzt hier in den Hintergrund ein Magnet reinmachen. Also ungefähr auf diese Höhe. Und da mache ich es immer so. Da schnappe ich mir einfach einen Tesa und eins meiner beiden Magnete. Ich messe noch mal kurz so ein bisschen augenmaßmäßig ab, wo das ungefähr hinkommt. Also ungefähr hier hin. Und klebe mir das auf jeden Fall mal hier fest. Also das soll nicht, das darf nicht lose sein, weil da kommt ja nachher die Innenkarte noch rein und da muss das auf jeden Fall festkleben. Und ich mache noch ein zweites drüber, dass es auch nicht verrutschen kann. So. Auf jeden Fall würde ich euch hier Tesa empfehlen, weil wenn ihr nachher die Einschubkarte reinmacht, man kann sich das natürlich da immer ein bisschen verhakeln und deswegen auf jeden Fall Tesa drüber, dass der Magnet uns nicht abhanden kommt. Und den anderen Magneten, den schmeiße ich jetzt einfach mal so drauf. Seht ihr, dann weiß man schon, wo der hinkommt. Und den werde ich mir jetzt mit einem Mini-Klebepunkt fixieren an meinem Deckelchen, also an meiner Lasche. Dann nehme ich mir jetzt einfach eine Pinzette, ziehe mir den Mini-Klebepunkt so ab und klebe den da drüber. Der passt fast genau da drauf. Ist ein bisschen größer als der Magnet. Den mache ich eben ungefähr so, dass
der nicht viel drüber rausschaut vom Kleber. Und dann mache ich mir meine Karte nochmal zu. Und jetzt habe ich schon den Verschluss von der Karte. Hier kann man jetzt eigentlich keinen Teaser drüber kleben, finde ich. Also das macht sich nicht so gut. Man könnte natürlich auch noch einen Kreis ausstanzen in Zimt und das da drüber kleben. Aber ich finde, das fällt immer so auf. Ich finde es fast schöner, wenn da einfach so ein kleiner Magnet dran ist. Und man muss dann natürlich auch gucken, wenn man hier jetzt noch was drüber klebt, wie stark ist der Magnet, geht es dann überhaupt noch gut zu. Also ich lasse es jetzt mal so, aber ich finde, es sieht auch ganz hübsch aus so. Und jetzt schnappe ich mir noch eine Eckenabrunderstanze. Ich blende euch da gerne eine Bestellnummer ein. Ich habe noch so eine ganz alte, deswegen habe ich mir die neue nicht gekauft. Und runde hier meine beiden Ecken von der Lasche noch schön ab. So. Das finde ich jetzt bei so Klappen auch immer total hübsch. Ja, und jetzt ist die Karte prinzipiell schon relativ weit. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Dekorieren und ans Zusammenkleben. Und an die Innenkarte, die wir natürlich auch noch gestalten. Und da habe ich mir jetzt ein Stück in Vanille pur ausgeschnitten. Das könnten wir uns auch noch prägen. Das wäre vielleicht auch noch ganz süß, wenn das dann auch geprägt wäre. Jetzt gucken wir mal. Ja, da haben wir leider keine so eine Prägeform. Das wäre natürlich jetzt süß, wenn wir das noch so aufnehmen könnten. Aber wir machen es anders. Wir runden das mal ab. Dann ist auch mal die abgerundete Sache innen nochmal aufgenommen worden. Ich mache das auch jetzt nur an zwei Seiten. Das finde ich immer ganz hübsch. Und ich werde gucken, dass ich hier noch so einen kleinen Eingriff reinstanze, glaube ich. Dass man das dann nachher schön rausziehen kann, wenn das da drinnen ist. Genau. Kann sein, dass wir das noch ein bisschen schmaler machen müssen, dass es dann wirklich gut rauskommt. Also ich schnappe mir jetzt mal eine Kreisstanze und stanze mir hier noch so eine kleine, ungefähr mittig. Ihr könnt euch das gerne anzeichnen oder ihr versucht es so wie ich nach Augenmaß. So eine kleine Eingrifflasche mit der 1-Inch Kreisstanze. Ich glaube, die geht leider auch aus dem Sortiment. Aber vielleicht habt ihr eine zu Hause. Kreisstanzen sind immer so gut und wichtig. Und wenn wir das dann hier so rausziehen, genau so machen wir das. Okay, und dann werde ich mir hier auch noch eine kleine Lasche reinmachen, dass man das dann auch rausziehen kann. Ich überlege nur gerade, wenn ich nämlich jetzt hier auch noch ein Band mache, dass das dann hier nicht zu groß wird. Also ich habe natürlich das Zimtband, das perfekt dazu passen würde von der Farbe. Man schiebt es einfach relativ weit dann rein, genau so werden wir es machen, damit es halt hier nicht so sehr im Weg umgeht dann. Ich habe hier noch so eine kleine Lochstanze und stanze mir da jetzt einfach ungefähr mittig auch so ein Loch rein. Na, ist nicht ganz mittig, ja. Aber es geht. Und wenn wir hier jetzt mein Band noch durchfädeln, das schneide ich mir schnell ab. Ich nehme jetzt mein Zimtband. Das hat diese Bestellnummer. Und als Kombination dazu finde ich den Leinenfaden sehr schön, wobei wir jetzt hier vielleicht auch das Spitzenband nehmen könnten. Habe ich das jetzt wieder hingelegt? Ah, hier ist Chaos. Kreatives Chaos. Ja, das Spitzenband, das muss jetzt mal zum Test kommen, okay? Also wir testen das jetzt mal. Wenn es zu viel ist, dann höre ich auf. Aber ich fädel mir das jetzt einmal hier ein und binde mir das dann schön zusammen. Ja, weil ich hier so viele kleine Handstanzen rumliegen habe, kann ich das auch gleich nutzen. Das kleine Stopper. Man könnte jetzt auch schön Gold dazu kombinieren. Ich bin ja am überlegen, was ich nachher für Glitzersteine drauf mache. Wenn ich da was Goldenes habe, dann könnte man das jetzt auch mit so einem kleinen, feinen, goldenen Band schön machen. Mal gucken. Also, weil ich nicht genau weiß, ob das nicht zu viel ist vom Aufbau hier, wenn man das hier reinsteckt. Weil das muss ja irgendwo auch hin, diese Bänder. Auch wenn wir sie kürzen, geht es gerade so, gell? Ist aber trotzdem vielleicht mit einem feinen Band schöner. Okay, dann haben wir uns entschieden. Wir machen doch ein feines Band hin. Dann mache ich das nochmal schnell runter. Mein Leinfaden. Der ist immer gut für alles. Das ist der Leinfaden, die Bestellnummer. Der ist halt nicht ganz so groß. Vielleicht können wir uns da auch eine Schleife machen. Also die mache ich jetzt ein bisschen länger, dass ich ein bisschen Spielraum habe für eine Schleife. Okay, dann haben wir hier unseren Einleger auch fertig für die Innenkarte. Nochmal kurz testen. Wenn das hier so rausschaut und man das dann so nach oben biegt, geht die Karte trotzdem noch zu.
Das passt. Und die ist jetzt nicht so, dass es da total aufploppt. Jetzt kleben wir uns die Karte mal zu und dann können wir uns noch ein bisschen über die Deko Gedanken machen. Und da nehme ich jetzt einfach das Abreißklebeband und ich glaube, ich nehme sogar das dünne. Ich habe da auch noch immer so ein dünnes. Das ist einfach nur 3 mm, glaube ich. 3 mm, genau. Und das ist mir immer bei solchen Einschubkarten am liebsten. Es müsste zwar Platz sein für das Große, aber zur Sicherheit mache ich hier nur das Kleine hin. Muss ich nur einfach oben und unten ein bisschen Klebeband hinmachen. So. Also wirklich nur oben und unten kleben. Na komm, jetzt aber. Und dann mache ich mir die Karte einmal zu. So. Also was im Kopf entstanden ist, nimmt langsam Form an. Dann kommt hier diese Einschubkarte rein. Ja, das funktioniert ganz gut. Mit kleinem Schleifchenband, das man schön verstecken kann. Und die Karte ist super so, oder? Also ich finde, die ploppt nicht zu stark auf. Das ist alles noch im Rahmen, das passt. Okay, dann eben wie gesagt noch ein bisschen Deko. Ich habe mir gedacht, wir können hier innen ein bisschen Deko drauf machen und vor allem aber außen natürlich. Diese Blume, die ich mir schon aufgeklebt habe und ausgestanzt habe, die klebe ich ganz flach auf. Also die mache ich mit Flüssigkleber. Da wäre es natürlich schon schön, wenn man da Menschen das nehmen könnte, also mit Abstand arbeitet. Aber dann ist diese Lasche eben noch ein bisschen weiter oben. Also wir müssen immer ein bisschen diese Verschlusslasche von der Karte im Kopf behalten, dass die dann nicht so weit hochkommt. Deswegen mache ich mir da einfach überall ein bisschen Flüssigkleber hin und dann klebe ich mir das hier so schön an. Und das geht einfach so schräg querbeet oben drüber sozusagen. Gut andrücken. Der Flüssigkleber braucht immer ein paar Minuten, bis der anklebt. Oder ein paar Sekunden. Minuten ist übertrieben. Aber ich nehme euch mal ein bisschen näher hin. Sieht doch jetzt schon total schön aus, wenn man das Ganze dann zumacht. Guckt eben nur noch ein bisschen was von der Blüte raus und das macht das Ganze wieder ein bisschen schlichter. Und wenn man es dann aufmacht, hat man die volle Pracht und kann hier anziehen und die Karte rausholen. Und die braucht jetzt natürlich auch noch ein bisschen Deko. Ich hätte hier noch ein paar Stanzteile. Noch so ein Blatt, das sich da noch mit ausstanzt. Das finde ich natürlich super. Zwar nicht schön geschnitten hier, aber das könnte man noch zuschneiden. Das, glaube ich, könnte man auf jeden Fall noch unterbringen. Noch eine kleine Spitze. Ist auch natürlich aus den gleichen Stanzformen. Ja, das finde ich sehr schön. Zu viel braucht es dann natürlich auch nicht sein, weil wir ja dann noch was draufschreiben wollen. Und ich würde auch noch ein bisschen von unserem Schriftstempel mit draufgeben, aber wirklich nur ganz dezent. Und beim Zweig ist es ja dann auch so, den muss man dann natürlich auch irgendwie wieder rauskriegen. Deswegen suche ich gerade eine gute Stelle. Ja, hier ist eine gute Stelle. Da mache ich hier unten noch ein bisschen Schrift hin. Ach Gott, ihr seht das ja gar nicht. Seid ja nicht dabei. Jetzt aber. Und das mache ich einfach nochmal so wie vorher. Ganz gleich. Einmal vorher abstempeln. Und dann den zweiten Abdruck wirklich nur dezent hier in den Hintergrund setzen. Und auch hier oben noch so ein bisschen reinkommen lassen. Und das war es auch schon. Also da muss gar nicht so viel drauf. Und den Zweig, den klebe ich mir jetzt auch mit Flüssigkleber an. Und wie gesagt, wenn ihr das mit diesen Klebeblättern gleich macht beim Ausstanzen, dann habt ihr dieses kleine Gefummel jetzt mit dem Kleber nicht. Also das macht so viel aus und ich vergesse das immer wieder. Aber ich lerne auch manchmal dazu und vergesse es nicht. Mal gucken. Wird bestimmt besser mit mir. Okay. Weiß ich nicht. So. Ja, das ist schon schön.
Aber unbedingt flach aufkleben und nicht mit deinen Dimensionen. Okay. Ihr Lieben, die Karte ist fertig, tatsächlich. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch für euch. Ich zeige sie euch jetzt nochmal komplett. Vorsichtig reinbauen. Ist eine schöne Geburtstagskarte. Für einen Vintage-Fan ist aber auch eine wunderschöne Hochzeitskarte. Ich habe jetzt bewusst noch nichts drauf gestempelt, für was das Ganze sein wird. Denn den Spruch, den werde ich dann einsetzen, so wie es mir dann, für was ich das dann nutze. Also kann man hier so aufmachen. So sieht es ja auch wunderschön aus. Ihr könntet natürlich selbstverständlich die Lasche auch komplett weglassen. Finde ich auch eine richtig schöne Idee. Und dann einfach hier die Karte rausziehen. Das sieht auch bestimmt super schön aus. Habt hier noch viel Platz zum Schreiben. Könnt natürlich auch so eure Hochzeitseinladungen gestalten. Ist halt aufwendig mit den Stanzformen, ganz klar. Aber sieht sehr edel aus. Also wie gesagt, wenn ihr die Karte so machen wollt, geht es ganz genauso. Oder wenn ihr sagt, ich möchte schon so gerne so eine kleine Lasche haben, weil ich das einfach süß finde. Und das noch so ein bisschen so einen zauberhaften Charakter hat, wenn man die Karte so bekommt, dann kann man das natürlich auch so machen. Und was ich jetzt finde, was noch ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Glitzer. Und da gucke ich jetzt einfach, was ich so in meiner Truhe noch finde. Ich finde die sehr schön, diesen Champagner-Schmuck. Das passt fast ganz gut eigentlich zu dem Zimt. Und den werde ich jetzt noch aufbringen. Einfach ein paar Steinchen hier noch hinsetzen. Ja, so ein bisschen Glitzi, das darf einfach nicht fehlen. Gell? Irgendwie gehört das immer dazu. Genau. Also so sieht das Ganze jetzt mit Glitzi aus. Und wie gesagt, könntet das Ganze natürlich auch ohne Lasche gestalten. Wäre auch schön. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Jetzt wird es noch ein bisschen schlichter. Da kommt die Überraschung, wenn man die Klappe aufmacht. Also es hat alles beides was. Ihr könnt da wählen, was euch besser gefällt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig viel Spaß gemacht hat und ihr gerne mal ein Video schaut, dann könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ wird was Neues. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.